So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Saphir! Und wir waren stehen geblieben hier in dem Klimainstitut und müssen jetzt gegen Team Aqua ein bisschen kämpfen, ein bisschen was ausrichten, weil die anscheinend schon wieder einen Professor in ihrer Gewalt haben. Naja, wir quatschen erstmal hier diese komische Lady da an. Okay, dabei fast das Mikro umgeschmissen. Hallo? Seid ihr noch da? Du willst dich allen Ernstes in die Angelegenheiten von Team Aqua einmischen. Dann bist du entweder furchtlos oder einfach dumm. Oder beides. Du bist ja so niedlich, einfach widerlich. Ich mach dich fertig. Du Baby. Du Baby. Okay. Die hat schöne Haare. Sieht ein bisschen aus wie so ein Irokesen bei dem Fisch. Mit seinen komischen Sohn. Hat der da. Boah, ich bin immer noch so verschnupft. Ich werde einfach nicht gesund. Mann. Chronisch erkältet. Komm schon. Jetzt aber. Was ist los mit dir? Letzte Chance hier. Ernsthaft? Kann der auch eine Kampfattacke? Wie war das denn? Ja, aber die ist nicht besonders effektiv. Also von der Stärke her meine ich. Ich glaube, ich muss schon wieder niesen. So, wieder da. Machen wir das mal so. Dann hat er gar keine Chance, irgendwie uns anzugreifen. Ja. Komm, jetzt du nicht auch noch. Was ist das denn hier? Die Folge fängt ja wieder gut an. Och Mann, ey, ernsthaft? Was ist das denn? Ich kann da nichts machen. Das ist ja mal voll die Verarsche hier.
Ja, toll. Super. Dumme F***e du, ey. Wir wurden von Unvorhergesehenem zerstört. Ja, von meiner Faust, du dumme B***. Wir haben keine Möglichkeiten mehr. Wir müssen uns aus dem Schlamassel ziehen. Aber das ist nicht das Letzte, was du von Team Aqua siehst. Wir werden andere Pläne entwickeln. Merkt ihr das? Danke, vielen Dank. Nun sind wir in Sicherheit. Es ist vielleicht eine seltsame Art, Danke zu sagen, aber dieses Pokémon ist für dich. Oh, du hast keinen Platz für dieses Pokémon. Ernsthaft? Nur weil wir diese Schrottviecher gefangen haben? Boah, diese Folge, ne? Die regt mich gerade schon so auf. Können wir da irgendwie an dem PC? Geht doch. Was eine Ranze, ey. Statt ja mal unsere Pokémon heilt. Mann, geh doch da rein, du dumme Kuh. Bla 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 bla. Formeo. Mhm. Okay, danke schön. Seit Jahren erforsche ich den Regen, aber zu denken, dass Menschen das Wetter frei bestimmen können, ist dumm. Ach nee. Bäh. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier unsere Pokémon irgendwie... Ich weiß ja auch nicht, ob da irgendwie in der nächsten Ecke irgendwo ein Pokémon-Center ist. Und dann haben wir nachher alles aufgebraucht und... Oh, das kotzt mich gerade so an, ne? Nur wegen dieser blöden Funze da. Jetzt regnet's auch noch und gewittert. Toll! Das ist nicht sein Ernst! Hau ab, Junge! Diese Folge ist arschig. Die ist gerade richtig arschig. Arschig! Mir fällt da gerade echt nichts mehr zu ein. Tut mir leid. Das ist wieder... Weiß ich nicht. Ich muss mir mal irgendwie so eine Glückshasenfoto oder sowas besorgen. So, jetzt wechseln wir erstmal. Mein Näschen ein bisschen abtupfen. Ach, furchtbar. Ich hasse es, krank zu sein. So. Den schon mal besiegt. Jetzt kommt der, jetzt brauchen wir unser Feuer-Pokémon. Aber das ist noch nicht ganz fit.
So, jetzt. Ja, töte das. Übertreib. Okay, bitteschön. Voll in Ordnung. Hallo, Miezekatze. Ja, ich habe eine Katze auf den Schoß. Ich kann das einmal kurz demonstrieren. Da hinten ist die andere. Ja. Okay, weiter geht's. Das ist natürlich dann jetzt nicht ganz so effektiv. Ja, schon besser. Jetzt kommt dieser fette Wal, glaube ich, ne? Hatte der vorher nicht einen anderen? Egal. Jetzt müssen wir wieder wechseln, aber war, soweit ich mich erinnere, ist unser Pflanzen-Pokémon auch noch nicht ganz fit. Machen wir das auch noch mal eben. Genau. Und warum? Weil das kann. So. Jetzt ist der, glaube ich, auch noch verwirrt. Nein, doch nicht. Wegen Aquawelle, Donnerwelle, bla bla, ihr wisst schon. So. Kann man den auch gleich. Das ist mal taktisch jetzt hier eine Herausforderung, das alles irgendwie zu managen. So. Oh. Du bist verdammt gut geworden. Ach nee! Und das, obwohl ich gerade mit nur noch einem Pokémon, das überlebt hat, irgendwie hier hin und es blitzt und donnert und du bist ein Arsch. Ich sage, du bist so gut, dass du überall nach Pokémon suchen kannst. Hier, das ist für dich. Probier es aus. Ich glaube, das ist Fliegen, oder? Setz es ein, um deine Pokémon fliegen. Dich sofort an jeden Ort, an dem du schon einmal warst. Aber du brauchst den Orden der Arena von Baumhausen City dafür. Nun ja, ich muss jetzt weiter. Bis bald. Und wir haben übrigens auch kein Flug-Pokémon. Das sollten wir uns auch noch anschaffen. Hoffentlich ist dann hier jetzt auch dann mal die Stadt. Baumhausen City, ja. Was ist das denn hier? Meine scheiß Neugier! Ich kann es wieder nicht lassen. Ich hasse mich selbst dafür. Ich bin so scheiße manchmal. Diese Neugier frisst mich auf. Tada! Ja. Wenn wir jetzt an diesem Trainer verrecken, ne? Ich glaube, dann esse ich mein Taschentuch. Wir haben noch was im Petto.
Nehmen wir einmal den. Da es ja regnet, ist der jetzt ein Regentropfen. Katze, du verwickelst dich hier in meinem Kabel. Das ist nicht so effektiv, wie du denkst. Was haben wir denn hier noch? Ach, der ist besiegt. Haben wir noch einen Beleber? Nein, ich glaube nicht. Das Taschentuch wird bestimmt sehr lecker schmecken. Wir brauchen einen normalen Trank. Wo war der denn jetzt? La. Das reicht schon. Tot. Ja, Käfer gegen Pflanze. Sehr schön. Und wir haben uns selbst verletzt. Durch den Hagelsturm. Und wir sind tot. Ernsthaft, Leute. Darf ich auch ein unbenutztes nehmen? Niemals! Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich ernsthaft verliere. Mal gucken, haben wir ein Flug-Pokémon? Dann geht das alles gerade ein bisschen schneller. Kann das fliegen lernen? Das hat so komische Blätterflugteile. Oder müssen wir auf diesen komischen Vieh? Ich nehme die beide mal mit. Und das auch. Ja. Mal ausprobieren. Aber fliegen können wir ja jetzt sowieso noch nicht, weil wir ja den Ort noch nicht haben. Ist ja gut. Ich will es ja nur erstmal ausprobieren. Sie können es beide. Ja, ist jetzt die Sache, ne? Ich gucke mir die beide gerade noch mal an, weil wir haben ja beide jetzt hier schon Wasser und Pflanze. Ach Quatsch. Bericht. Wasserflug und Pflanzeflug. Der hat viele Normalattacken. Der hat aber auch Eisattacken. Ich weiß aus anderen Teilen auch, dass er, glaube ich, später mit der Entwicklung auch cooler ist. Dadurch, dass er halt auch Eisattacken kann. Weil ein Flug-Pokémon, was Eisattacken kann, weil Eis ist ja, meine ich, effektiv gegen Flug. Das ist dann schon voll OP, hallo? Dann hat er noch Superschall, Flügelschlag, Aquaknarrer. Ja, ich glaube, wir nehmen den mal mit und bringen dem dann statt Aquaknarre
bringen wir den Flug bei, weil wir ja schon ein Wasser-Pokémon haben und dadurch nicht noch ein Wasser-Pokémon brauchen und dann mehr bei ihm auf Flug und Eis bauen. Check da. Alles klar. Okay. Ja. Dann packen wir den wieder weg. Bringen wir den das schon mal bei. So. Vielleicht kann der ja sogar Zerschneider, aber glaube ich nicht. Nö. Okay, ja. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, ne? Das ist natürlich auch geil. Hey, warte mal, wo laufe ich denn hin? Orientierung! Dort darüber. Dann da hoch. Ja, ob wir jetzt so laufen oder ob wir so laufen. Das ist, glaube ich, egal. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Obwohl, da kommen wir, glaube ich, nicht weiter, ne? Ah, ich habe mich schon wieder verlaufen. Ah, hier ist Wasser, da kommen wir drüber. Platsch! Wo sind wir hier gelandet? Ich meine, hier waren wir schon mal, oder? Route 110. Ja, hier waren wir schon mal. Alles klar. Okay. Da ist ja dieses komische Dingenshaus. Rätselhaus. Genau. Aber irgendwie... Ich habe die Orientierung verloren. Müssen wir hier lang? Ich guck noch mal auf die Karte. Boah, das tut mir voll leid. Ne? Ich und Orientierung ist voll für den Arsch. Ich finde mich teilweise nicht mehr in meiner eigenen Stadt zurecht. Okay, wir müssen hoch. Mit dem Fahrrad. Juhu. Oh, das ist immer erst langsam und dann hat das so voll den. Wisst ihr? Wow. 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 Okay, geschafft. Absteigen. Ah, so. Hier. Jetzt absteigen. Okay, wo müssen wir lang? Okay. Hier. Und dann da. Und dann darüber. Platsch. Da ist jetzt irgendwas gewachsen. Wächst immer noch. Oh, Level 27. Wie hoch vom Level her ist eigentlich unser anderes Vieh jetzt da? Die Gülle. 23. Ja, dann machen wir mal da mit dem EP-Teiler. Item nehmen. Item geben. Da haben wir ja hier so schöne Sachen. Holzkohle. Verstärkt Feuerattacken. Okay. Item geben. EP-Teiler. Gut.
Wo habe ich mich jetzt erschreckt? Es fängt schon wieder an zu regnen. Da ist hier auch noch irgendwas, da waren wir noch gar nicht, ne? Ein Wasserfall. Und da kommen wir dann nur mit dem Kunstrad her. Das wir natürlich jetzt nicht umgetauscht haben. Wir haben es gleich. Ernsthaft. Ruhe bewahren. La, 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 la. Und was ist denn das hier für eine Kacke, Mann? Diese Folge. Tja, weil du mich schon paralysiert hast, du dummes Vieh. Kann ich nicht fliehen? Schön. Ja, Moment. Geben wir dem auch noch mal einen Trank hier. Wo haben wir den? So. Haben wir nicht auch hier eine leckere Beere? Selbst eine Verbrennung, Vergiftung, Schlaf, Paralyse. Geben. Nein, okay, ne? Ah! Okay. So. Haben wir es. So, jetzt aber hier lang. Das war hier. Da können wir nur schwimmen. Jetzt machen wir ihn fertig. Noch so ein Ding. Richtig auf die Beeren geschafft. Ja. Alles klar, ne? Ja, dann werden wir die Stadt in der nächsten Folge durchforsten, erkunden und so weiter und ja, tut mir leid, dass die Folge jetzt ein bisschen arschig war, aber ich denke mal, die nächste Folge wird dann wieder ein bisschen spektakulärer mit den ganzen Häusern und was hier alles so gibt und eventuell dann auch die Arena. Und ja, bis morgen dann. Tschüss!